Ja, auf geht's. Let's go. So, ich wollte eigentlich heute OBS ausprobieren, also das native OBS, aber das ist mir dann doch vorhin abgesoffen und das würde ich gerne nochmal im Teststream ausprobieren, wo wir halt kein Spiel haben, beziehungsweise mal außerhalb von dem Plan dann, aber das vielleicht nächste Woche mal gucken. Weil das ist mir schon mal einmal abgesoffen und mitten im Stream absaufen ist, Und ich glaube, es gibt noch ein paar Einstellungen, die ich noch einstellen muss. Mal gucken. Aber was ich hier schon mal eingestellt habe, sind, habe ich ein bisschen scharf gestellt. Weil es mir nicht aufgefallen war, das Spiel, also die Ausgabe vom Spiel, doch ein bisschen, unscharf ist. Da habe ich ein bisschen Schärfe für da gemacht. Und sieht eigentlich ganz besser aus, ja. Kann man besser lesen, glaube ich. So, welche Spiele wollen Sie laden? Natürlich Stunde 11, Nacht 14. Im Gang bei der letzten Überfahrt. Ja. Und go. So, da hole ich mal die Map hervor, wo ich hin muss. Und natürlich den Guide. Wir wollen ein bisschen mehr hinkriegen als letztes Mal. Ja, stimmt. Wir haben ja diese tolle Kerze, die nach einer Weile ausgeht und die Herzen, genau. Und die Gegner natürlich ein bisschen schwierig werden. Falsch. Da liegt doch schon was. Ich sehe was. Ich sehe doch was. Okay, den schlechten haben wir drin. Fast mit Geist fotografieren müssen und nicht bekämpfen. Hallo? Da ist etwas auf dem Boden. Ja. Kräutermedizin. Nice. Haben wir wieder was zum Heilen. Haben wir, glaube ich, gar nicht gebraucht, oder? Ich glaube, hatten wir nicht zu viel gebraucht. Warte mal. Hilfsmittel. Stimmt, wir haben das doch gar nicht gebraucht. Steinspiegel haben wir immer noch. Den haben wir noch nicht verballert. Das ist schon mal sehr gut. So, wo soll ich denn eigentlich jetzt hin? Ach, das war der Bot. Hab ich gedacht, hä? Was ist denn jetzt los? Was ist denn los? Was ist denn los hier? Hallo? Hallo? Was ist denn los hier? Aber das ist überhaupt richtig gesehen. Nicht, dass das zu viel gespiegelt hatte in der Brille. Grab the Mirror of Loss. Haben wir das schon? Hallo, mindest Mindless. Willkommen zum Schumströmchen. Ah, und hallo Dermios. Auch wie willkommen. Und jetzt so, wie war der Tag? Wie geht's? Also, zum einen. Mir geht's, gut, super. Ich bin zwar noch ein bisschen müde, aber wir putschen das ein bisschen auf mit Cola. Hey. Und mein Tag war eigentlich relativ entspannt, ja. Also, war viel zu tun, aber nicht so stressig. Also, keine ständigen Anrufe oder sowas. Konnte einiges wegkriegen und, ja. War fast wie ein Freitag. Könnte fast wie, könnte man sagen, das wäre heute Freitag gewesen, aber es ist leider Mittwoch. Die Geister bekommen die schon wach. Mal gucken. Mal gucken. Jetzt wollte ich aber was gucken. Ob wir schon den Spiegel des der Verlust haben, oder? Ne, ich glaube nicht. Hallo, Vegan Fox. Willkommen zum Stream. Viel Erfolg beim geistreichen Fotoshooting. Und hallo, Robbie. Willkommen mal wieder. So, ich wollte gucken, wo wir hin müssen. Oh, war ich doch schon oder muss ich einfach zurück? Dit, dit, dit.
glaube, ich muss woanders hin. Frau die Rumpel. Ja, ich muss jetzt mal mich zurechtfinden, erstmal, wo ich hin muss. Hm. Oder spiel wieder Roulette. Und wo waren sogar? Gratulation. Hm. Waren wir da schon? Ich muss gerade mal gucken. Bücherlager. Finde Pommes oder Backpapier gehen. Okay. Hat das ohne Probleme funktioniert? Ja, nice. Ich habe gerade nicht... Oh. Manche sind zwar schwarz, aber unser Ofen ist so ein Ding für sich. Am besten heißt so für die, die ich habe, ja. Die ist da sehr, sehr praktisch. Oh. Okay, da. Wo? Hä? Ja, auch kein Platz in der Küche. Naja, es geht. Also wenn du ein bisschen Platz hast, wie für ein Mikrowelle oder sowas, dann passt das eigentlich. Aber wenn du generell keinen Platz hast, dann ist das ein bisschen schlecht. Okay, die Kerze geht runter. Hm. Aber keine Mikrowelle. Okay. Habt ihr eine kleine Küche oder wie? Sehr klein. Ah, okay, dann verstehe ich, dass da kein Platz ist. Muss ich hier hin? Nee. Wo war denn das Ding? Hier ist es. Hier hat es ausgeschlagen, aber wo? Ah! Damals. Mikrowelle ist auch überwertet. Oh, ein Gesicht. Auf dem Foto sieht man irgendwas. Hm, wenn man die richtigen Gerichte hat, dann auf jeden Fall. Ist die Mikrowelle nicht schlecht. Aber ich bevorzuge momentan irgendwie die heiße Fritteuse. Ich weiß jetzt. Ich schreibe mal ein bisschen rum. Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss, aber egal. Oh, oh. Okay, die Kerze geht aus. Wir haben ein Problem. Hm. Glaube ich. Oder haben wir da drüben was? Können wir da rein? Nee. Warte, meiner ersten eigene wurde nur eine Herdplatte und ein Mikro. Backofen hatte ich dafür nicht. Also meine erste Küche hatte, also ich habe immer noch meine erste Küche. mit dem Backofen dabei, wurde alles gleich mitgeholt. Na gut, die Küche ist auch. Es wird ein bisschen dunkel hier. Bisschen. Okay. Ja. Jetzt kennt ihr meine Wohl, ja. Die kenne ich noch. It was at this moment that he knew. He fucked up. Maße kenne ich nicht. Ja, ich kenne die Maße von meiner Küche auch nicht, aber das glaube ich nicht so schlimm. Warte mal, ich warte mal kurz gucken in die Mitte. Ich brauche eine Kerze. Give me a Kerze. Kann ich da durch? Die wunderschönen Ladezeiten. Guten Tag, hallo. Oh, da habe ich was gesehen.
Zumindest dachte ich, ich hätte was gesehen. Ah, doch, 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 da ist was. Ich habe versucht, den Wandschirm zu öffnen, aber er ist befestigt und ich kann dich nicht bewegen. Hinter dem Wandschirm befindet sich eine Art Steinbett. Am anderen Ende sehe ich eine Tür, die weiter in den Schrein hineinführt. Ah, da bist du auch, glaube ich, durch. Hier? Oder was? Das ist ein nadeldurchbohrter Stoff. Meine Güte. Ist da etwa ein Körper unter dem Stoff? Muss ich dann hin? Ich will dieses Blau haben. Ist das genau vor mir? Nee. Ach, das da hinten. Okay. Kamen. Da liegt ja was auf dem Boden. Typ 61. Okay, das soll etwas bessere Film. Okay, 60 mal die 14, 30 mal die 61. Okay, den Zero-Film haben wir nicht. Also den besten. Kann ich nicht bewegen, Steinbett, bla bla. Okay, da kommen wir nicht dran. Da kommen wir nicht vorbei. Die Kirche wird auch bald erneuert. Nee. Also darf ich das machen? Oh Gott. Da geht's auch nicht. Okay. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Gut. Nein. Ich muss mal zurechtfinden, wohin ich muss und so. Ah, Controller. Machst du nicht? Mikro. Ah, die Seite geht. Okay. Okay, da geht's weiter hoch. Ach stimmt, da war ja mit Kaver, glaube ich, war hier oben. War da nicht irgendwas hier oben? Mikrowelle ist toll. Essen aufwärmen, Kakao aufwärmen. Ja, für Kakao und sowas ist natürlich praktisch. Essen aufwärmen, ja, wenn man das schon gekocht hat, dann ist das auch okay. Aber es ist eigentlich auch nicht so. Naja. Ach, Luna, das ist alles ungesunde Strahlung. Naja. Oh, ja, gib her. So, und. Helle war's. Sehr schön. Man kann auch mit manchen Mikrowellen grillen. Geht auch schneller auftauen. Ich glaube, mit meiner kann man auftauen. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie probiert. Kann auch sein, dass sie nicht das kann. Weil es eigentlich eine stumpf günstige ist, die wir damals geholt haben. Ich habe eine Backgrill-Mikro. Oh, das ist auch sehr praktisch. Sehr praktisch auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss woanders hin. Also das habe ich auch nur ohne Mikro. Ja, Backofen habe ich auch noch. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, wo ich hin muss. Verirre ich mich ein bisschen. Aber da war irgendwas mit hier. Okay, das eiert ein bisschen.
ich sollte mal schneller machen. Ich weiß nicht, warum das hier ein bisschen eiert. Hm. Okay. Komm mal. Hallo? Geht auf. Sehr schön. Und Ruhe war. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hin muss, wie gesagt. Wie gesagt habe ich, wie gesagt, dass ich, wie gesagt habe und doch wie gesagt habe. Oh Gott, jetzt fängt der Scheiß wieder an. Ich bin mindestens verpeilt jetzt. Mindestens verpeilt. Na. Ich esse mindestens noch eine Pommes zu Ende. Okay. Hallöchen. Hey. Hey, hallo, hallo. Hallo. Ah, jetzt. Holy moly, Macaroni. Schade. Daneben. Dich auch daneben. Okay. Ich glaub. Okay, ich hab den falschen Film. Ah, ja. Lass doch mich mal los hier. Hallo? So, ich will mal Film wechseln, danke. Erschreckt man sich vor dem Game eigentlich? Ab und zu mal, wenn man es gerade nicht erwartet. Oder wenn man es noch nicht kennt. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken, als plötzlich da der Geist rauskam aus der Leiche. Ich habe das nicht erwartet. Ja, schade. Ah! Damit. Okay, ein bisschen angeschlagen. Und meine Kerze geht langsam alle. Na, zu spät. Ich renne jetzt rum, damit sie mich nicht treffen. Also wie. Nein. Ja, zu spät. Also, das wird mich auf jeden Fall eine Kerze kosten. Schade. Ich muss den roten Kreis haben, sonst kriege ich sie nicht. Also nicht genügend Schaden. La. Daneben. Die war unter mir. Da runter weggehüpft. Gegeistert. Ja. Oh oh. Ah. Gerade nicht aufgepasst. Na. Und wenn die Kerze ausgeht, sehen die Geister, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, härter. Also schwieriger zu. Da haben die mehr, HP sozusagen. Hallo? Ja, komm. Nicht. Jetzt habe ich dich. Oh, das war knapp, das war knapp. Oh. Und die Tante kommt auch noch. Ah, dann wieder. Oh, die haut ziemlich rein. Oh, Scheiben. Ah, verdammt.
Wow, blob. Okay, ich glaube, ich sollte verschwinden. Bevor der mich anpackt wieder. Bye, have a great time. Ach, diese Ladezeiten. Oh, die Tanne ist immer noch. Nee, Tanne ist weg. Soll ich aber nicht zu laut sagen, weil der kommt gleich um die Ecke. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Habe ich schon gesagt? Ja. Empfällt der Grusiger, wenn wir selber spielen. Finde es eigentlich ganz lustig gerade. Ja, fürs Zuschauen ist es eigentlich relativ, glaube ich, relativ lustig. Nee, da geht's wieder raus. Nein, da will ich nicht. Kann ich hier runter? Nee, falsche Richtung. Hey. Okay, auf der Seite, okay. Hello, Darkness, my friend. Ja, ich hole eine neue Kerze. Nope. Nope. Ah, eine gute von den guten Filmen. Ah, schade. Uff. Oh oh. Die Maid hat etwas hinterlassen. Der Saum passte gerade bei mir. Ritual der Weisung. Okay. Die erwählte Maid wird in das Boot der Reise gesetzt. Das Boot schaukelt, als es zum Kuseschrein fährt. Das lebende Fleisch wird geschnitten und die Tattoos eingeätzt. Der Schmerz der Stechpalme soll in ihr verschlossen sein. All ihre Liebe soll in einen Spiegel gebannt werden. Sie muss ihn zerbrechen, sich selbst. Ihre Verbindung zu dieser Welt muss zerbrochen werden. Damit endet das Aufspießen der Seele. Spieß sie auf mit dem Tattoospieß. Das Ritual der Weisung muss erfolgen. Ein ewiger Schlaf, ungestört, im endlosen Traum der Spalts. Eingeschlossen in ihrer Kammer der Dornen. Sie soll den Schmerz der Stechpalme auf alle Zeit spüren. Unterlagen hinzugefügt. Okay, und gleich Lichtreinheit. Juhu. Hast du schon mal Forbidden Siren gespielt? Selbst nicht, nee. Aber ich habe mal davon ein paar LPs gesehen und das war. Huf. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hinkriegen könnte. Magst du mir das Spiel erklären? Irgendwie spielst du ja Pokémon mit der Karte und Geistern. Nicht wirklich. Und zwar geht es im Spiel darum, dass man hier einen Weg rausfindet, sozusagen. Weil eigentlich ist man hier im Haus des Schlafs, also wenn man der Hauptprotagonist Ray ist eigentlich in das Haus des Schlafes gezogen worden, weil sie ihren Verlobten verloren hat. Und wenn sie schläft, also wenn sie so schlafen geht, kommt sie immer in diese Villa rein, weil sie ihren Verlobten zu finden sucht. Und sie versucht jetzt auch noch einen Weg rauszukommen. Also dass sie nicht am Ende wie bei einer anderen Person, dass sie einfach fortgeistert. Also dass da einfach nur Staub von ihr übrig bleibt. Oder so ein Fleck. Und die Villa beherbergt viele Geister, die ziemlich gefährlich sind, also nicht gut auf den Charakter zu sprechen sind, sozusagen. Und da wurden Rituale durchgeführt, wie zum Beispiel dieses Spießritual musste man, hat man so eine, ja, wie soll ich das sagen, so eine Maid dann aufgespießt, sozusagen, damit das diesen Spalt, den sie immer nennen, nicht aufgeht, also sozusagen der diesen, na, das Böse sozusagen, dass er nicht da durchkommt. Dass das verschlossen bleibt sozusagen. Und wir müssen sozusagen das gerade ausfinden in der Richtung. Da wird er einen Weg finden in der Richtung.
Okay, ist ein bisschen kompliziert ausgerüstet, also ja. Bisschen complicated. Also es hat eigentlich mit Ritualen aus Japan und uralten Ritualen und sowas. Und ja. Aber baut die auf die vorigen Teile auf? Ein wenig. Ein wenig. Ein wenig. Also wir hatten auch aus dem zweiten Teil den Hauptcharakter gehabt, der hier auch rumgeistert. Also auch hier gefangen ist. Wie auch deren Bruder, den wir letztes Mal gespielt haben. Kay, glaube ich. Kay Amakura war das. Und teilweise auch die Umgebung vom zweiten Teil ist auch hier drin. Wie auch vom ersten Teil. Und den Charakter, den wir gerade erspielen, ist vom ersten Teil der einzige Charakter, den wir da gespielt haben. Also es baut gewisserweise schon auf. Halt mit einem neuen Haus. Naja, nicht wirklich ein neues Haus, aber teilweise schon ein neues Haus wegen dem Haus des Schlafes. Gab es schon ein bisschen auch Neues. Und halt von den alten Teilen mit was reingenommen. Kann ich auf der Karte zeigen gleich mal, wenn wir hier das haben hier. Da ist eine aufgerollte Strommatte auf dem Boden. Die ist einfach so groß wie ein Mensch. So. Okay, dann müssen wir erstmal Stock wechseln. So, wo haben wir denn hier? Schon mal auf dem Film Polaroid. Ah ja, wir müssen so ein Projektor, ne? Würde ich mal sagen. Dieser Teil hier. Dieser Teil ist noch vom ersten Teil. Also, das sind Abschnitte vom anderen Spiel. Also, vorher, wie hier, der hier. Dann vom zweiten Teil, glaube ich, war das. Ab glaube ich. Genau, die Feuerstelle und das dort oben drüber. War das, glaube ich, das erste Haus, was wir im zweiten Teil reingegangen sind. Genau. Also Levelabschnitte von den Vorgängern sind auch drin. Aber ansonsten, das hier ist zum Beispiel neu. Das hier auch. Und eigentlich hier das, eigentlich das andere. Der Rest sozusagen. Polaroid. Moment. Kein Problem. Ich habe mein Bestes. Ich versuche mein Bestes irgendwie, weil es ist doch ein bisschen kompliziert in der Richtung. So. Pfeife mal eine Kräutermedizin rein. Nee. Wichtiges. Polaroid. Du meinst diesen, ne? Den Film hier. Wollten wir den nicht gucken? Hatten wir den nicht letztes Mal gucken wollen? Oder habe ich den total vergessen? Ich meine den Horrorfilm mit dem Namen Polaroid. Ach so! Ich dachte in dem. Ups! Ja, das kann mal passieren, ne? Lass mich einfach überraschen. Dann klingt sehr kompliziert, um ehrlich zu sein. Ja, es ist viel mit Ritualen und viel zu tun damit. Aber eigentlich das Spannendste an denen ist halt, dass die Geister und dann die Rätsel und die dann rausfinden muss. Und halt, ja. Ich fand die Mechanik im zweiten Teil bei der Wii U Edition ein bisschen besser. Ja gut, das kam ja nee, die Wii-Fassung war, kam ja erst nach Teil 3 raus. Es gab ja auch einen Teil 2 auf der PlayStation 2, aber den habe ich nicht gehabt. Nee, habe ich nicht. So. Achso, wir kommen da nicht weiter. Und ja. Vielen Dank für den Prime-Sub. Robby. Vielen Dank, Robby. So, jetzt muss ich erstmal Karte. Gehen wir mal die Karten. Hier kommen wir wieder raus. Da ist die Tante wieder. Obwohl, nee, die kommt jetzt, glaube ich, nicht mehr.
Die kommt, glaube ich, jetzt nicht. Solange es so hell ist. Solange die Kerze brennt, meine ich. Sagt er und die Kerze geht aus. Ich bin etwas überfragt, wo ich hin muss. Weil ich ein... Aber ich glaube, ich war irgendwie richtig mit den... Oh Gott, hat mich die Kerze gerade erschreckt ein bisschen. Ich dachte... Oh, oh. Aber gut, wir sind davon weit entfernt. Ein bisschen. Hi! Ja. Ja, wenn's klick-klick macht, also wenn's tickert, habe ich eine Chance, richtigen Schaden zu machen an den Geistern. Nein, nein. Nicht aufschließen. Nein, danke. Hui. Aber ich glaube, ich muss sie nicht besiegen, oder? Weil sonst verballe ich hier die Kerze wieder. Ah, daneben. Ja, daneben. Das war ein Moment zu spät. Weil ich muss die Fähigkeit der Verlangsamung mal reinschmeißen. Wenn es gerade wieder der Moment ist. Jetzt habe ich dich. Haha, gotcha. Ich treibe dich aus. Ja. Nein. Nicht reinlaufen. Ah, verdammt. Na gut, ein bisschen Schaden gemacht. Stirb nochmal. Na, ich treib die ja eher aus. Ja. So, erledigt. So, jetzt kommt. Hat sie was? Ich denke, dass irgendwas hier ist, was ich. Was? Das war zu schnell. Ja, wenn ich wüsste, wo ich hin müsste. Oh, was sagt die Karte nochmal? Hier geht's wieder raus. Komme ich da hin? Wie heißt denn das? Warte mal, das Rito der Weisung? Oder wie war das nochmal? Unterlagen. Nein. Ritual der Weisung. Ritual of bla. Müsste ich irgendwie auf Englisch finden gerade. Warte mal, das Hanging Prison. Ich glaube, da müssen wir doch eigentlich hin, ne? Wo war denn das? Da war doch irgendwas mit den... Mit den Käfig da irgendwie. Wo ist es? Wo ist es? Nein, da ist es nicht. Klassroom? Nee. Na, wo ist es denn? Letzte Passage, da müssen wir auch noch hin. Hanging Prison, das ist... Wo? Ach, da. Okay, ich habe es gerade gefunden, wo. Ich muss nur auf die Karte gucken, wie ich da hinkomme. Warte mal, wo sind wir jetzt? Wir sind...
dort. Wie komme ich denn da jetzt hin? Da ist es nicht, da ist es nicht. Ach, da. Also im Grunde genommen muss ich ja nicht komplett zurück. Flicking Hallway. Das müsste doch. So, ich guck nebenbei dem Guide hier und die Karte dazu noch. Bookstore-Room, okay, Twins-Room, da waren wir schon. Ah, okay, da haben wir das schon. Zurück in die... In die Bücherei. Aber wo ist die Bücherei jetzt? Von dort sollte ich da hinkommen, oder? Ich dachte, ich muss das mal zurechtfinden. Erstmal, wo ist hier? Library 81. Das ist. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ach, da. Nur zurück. Okay, also ich bin hier oben. Dann muss ich jetzt wieder zurück. Hierhin. In den Blendenraum. Okay. Von dort aus. Komme ich dahin. Und hier muss ich hin. Ich glaube, ich muss hier hin. Okay, gut. Weg wissen wir. Verschwinden wir von hier. Oh je, jetzt bitte wieder kleiner. Ich sollte nicht da lang. Holy shit! Entschuldigung, ich bin falsch gelaufen. Ich muss andersrum. Jetzt laufe ich erst recht falsch rum, ne? Ne, ich laufe doch richtig. Ich laufe, glaube ich. Ich muss eigentlich hier nochmal zurück. Treppe. Hi. Kann ich. Eieiei, reingelaufen. Das ist doof. So, welche Richtung? Gehen wir mal die andere Richtung. Hier? Ja, bin richtig. Darf ich schon mal hier durch? Ja, darf ich. Dankeschön. Wiedersehen. So, raus hier. Dann wieder zurück zum Gartengang, wo wir vorhin waren. Am Anfang. Na, geht's auf? Ja, die Leitzeit wie immer. Oh. There is something.
Heiliges Wasser. Nice. Kann ich mich komplett heilen, wenn gerade Not am Not ist. Da kommen wir, glaube ich, noch nicht hin. Oh oh. Laufe ich überhaupt richtig? Hallo? Ja, ich laufe richtig. Die Kerze wird weniger, das ist nicht gut. Ja. Ja, Dings muss ich auch noch weiterspielen. Genshin. Muss ich mal gucken, wann ich die Zeit dazu habe und die Lust. Lust und Laune. Das ist immer bei mir ein Problem. So. Genau, einen Blendraum, dann die Treppe hoch. Okay, let's go. Weil eigentlich würde ich auch mal gern Genshin strömen. Und habe ich momentan. Ist alles eigentlich ausgebucht, eigentlich. Von den Tagen her, die ich habe. Und zusätzlich einen normalen Streamtag will ich auch nicht einführen. Das Montag war ja eine Ausnahme. Soll ja nicht Standard werden, weil ich würde gerne zwei Tage noch Ruhe haben. Ohne dass ich die komplette Woche mit Stream voll habe. Wäre ja, glaube ich, nicht so gut. falsch. Hallöchen. Oh je, die Katze ist gleich weg. Guten Tag und auf Wiedersehen. Ja. Ich bin schon mal weg, ja. Viel Spaß. Oh oh. Ja. Entschuldigung, ich muss nicht durch. Oh, ich sollte. Halt. Da. Ich hoffe, die kommt jetzt nicht hinter mir gleich. Ja, könnten wir gebrauchen. Boing. Hoch, hoch, hoch mit dir. Hat mich doch getroffen. Sie hatte das Farbsehen aus den Augen genommen, ja. Gezogen, ja. Eieiei. Bin ich überhaupt richtig? Gewisserweise ja. Lass schnell laden. Uff. Ja, das Farbsehen hat sie mir. Hab ich. Gönn dir. Vor allem mit dem zusammen, dass das alles hier aufleuchtet und macht. Ja, das ist. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ich glaube, ich muss da landen. Geht das? Kannst du mich mal durchlassen hier? Nee, ich bin nicht da. Ich gehe mal hier durch, ja? Wenn das geht. Aufgesperrt soll sie jetzt öffnen. Ja, dann mach auf. Mach! Willst du mich auch schon? Willst du mich verarschen? Du hast gesagt, die Tür wäre offen. Help! Ja, die einzige Tür. Oh Mann. La 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 la. Hallöchen. Wiedersehenchen. Wieso krieg ich die nicht auf? Hilfe! Ah, ich muss hier weg. Ja, 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 Autogrammecke später. Für 350.000 Euro, danke.
Alter, ey. Nächste. Ah. Dieser Raum hier macht mich fertig. Wieso kann ich das nicht aufmachen? Habe ich da was vergessen? Ich glaube, ich habe da was vergessen. Ich glaube, ich habe da was vergessen. Kann das sein? Ups, Entschuldigung. Hardroom da. Ich bin gerade etwas überfragt, wo ich hin muss. Das war die. Okay, Priesterinnen. Raum der Zwillinge. Das hatten wir. Ach, die muss ich besiegen dann. Okay. Oh, nichts leichter als das, ne? Dieses Flickern ist nicht so toll. So, wo ist die Tante? Ich würde gerne einen 14er Film reinhauen. Boah, dieses Flackern, ey, das ist unschön. Ich meine, dass ich die Fähigkeiten von Zucker mehr mag als die von Wender. Venti. Hm? Wo ist die Tante jetzt hin? Ja toll, muss ich wieder rein und raus oder was? Okay. Hm. Saccharose. Ach so. Den einen Charakter, der so heißt. Okay. Moin. Bye. Mm. Das ist mir, was du ja nicht auch nicht mag. Ich hätte mal speichern sollen. Dammit. Ja. Ah, dieser Wechsel. Ey. Krieg ich die überhaupt? Ich glaub nicht. Das war aber knapp. Jetzt aber taucht die nochmal hier auf oder nicht? Oder habe ich das kaputt gemacht? Der kann Gottlack sein in den Game, wenn er nicht cool aussieht. Ist er doof. Ja, das ist typisch Luna wieder mal. Auch zum Beispiel, ja. Das zum Beispiel.
Wir gehen mal runter, ne? Ja. Wir kommen dann später. Ich greife mich bestimmt gleich an. Bye. Oh, einmal Runde drehen. Alle gegen Nula, wie immer. Naja. Oder halt ein komischer Geschmack. Aber was soll's. Na komm. Okay, sie verfolgt mich. Das ist ein bisschen meh. Ja, ich bin schon weg. Bye. So, nochmal. Die Lux sieht toll aus. So. Uah. Oh. Komm, geh hoch, schnell. Luna mag die doch, aber dann fangen sie auch doof. Ah, die treffe ich. Oh, wow. Framerate runter. So, nochmal. Ansonsten haben wir eine Stunde verballert irgendwie. Wo sind die Tante wieder? Kommt die jetzt oder? Ich glaube, die haben. Hallo. Alarm! Alarm! Ich glaube, ich soll die Sounds ausmachen. Nur Chat lesen, denn sonst wieder zu viele Tote, ja. Hab ich mich gerade gesehen. Gott, nicht so! Mir ist Katzenohr, Diona war direkt super, weil Katze. Ich glaube, ich muss noch neu laden. Ja, da kommt die Tante wieder. Warte mal. Wir laden mal gerade neu. Da haben wir jetzt die eine Stunde verballert, aber was soll's. Ah, verdammt. Weil ich keinen Plan hatte, wo ich nicht hingehen musste. okay. Da versuchen wir wenigstens das Kapitel durchzumachen heute. Na komm, auf geht's. So, jetzt aber. Ja. Dann versuche ich gleich als erstes die zu besiegen. Und nicht gleich abhauen. Moment, ich muss mal den Weg wieder finden. Der richtige ist. Genau. Auf geht's. So. Guten Tag, auf Wiedersehen. Katzen sind knuffig, jo. Haben wir hier was? Nö. In dem Bambuswandschirm liegt Bettzeug aus. Im Bettzeug ist eine Erhebung, die ungefähr so groß wie ein Mensch ist. Ja, schön, ich gehe. Ciao. Na, die Gäste ist fast alle. Es ist ein bisschen suboptimal. Schon, wenn ich Cola trinke, muss ich immer aufstoßen. Das ist nicht so gut. Hey, hallo? Okay, hier kann ich nichts machen. Da mal hoch und den flackernden Gang mal rein. Muss ich aber da weiterkommen. Yay! Mal gucken, ob wir die dann. Okay. Kameratyp 60 ausgewählt. Kann das gehen. Woo! Hello! Hallöchen! Hä? Oder muss ich da hinten hin und dann.
Okay, ich glaube, ich muss tatsächlich das Ding holen. Dann wieder hierher. Und nicht sofort abhauen. Ich glaube, den Fehler habe ich gemacht. Yep, die Kerze ist fast weg. Kann man die Kerzen nicht mitnehmen? Kann man leider nicht. Das ist auch nichts. Okay, wir müssen trotzdem in den... Also anscheinend müssen wir trotzdem zu den... Da oben hin, also da oben wollte ich mal da. Ich wollte schon hinzeigen. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem hier hin. Hier oben hin dann. Genau. Hier müssen wir, glaube ich, hin. Ja. Okay. Da müssen wir jetzt durch. Aber bevor wir da hier die Kerze verballern, gehen wir nochmal zurück, laden neu und dann den richtigen Weg. Also ist heute ist irgendwie der Wurm drin, ich weiß auch nicht. Hilfe! Hä, muss ich da lang oder da lang? Ich weiß es nicht. Vielleicht da lang? Oh Mann, ey. So, ja, einmal laden bitte. Danke. Aber den Spaß nochmal. Richtig spaßig wie das. Ups, ja, die Kerze. Ich weiß. Dann sind wir hier. Da haben wir noch was. Würde ich gerne auch mitnehmen. Und das Ding noch. Und dann, wenn wir dort fertig sind, gehen wir zurück. Kräutermedizin kann man gut brauchen. Ja, her mit. So, hier ist was. Tada! Plonk. So, da wir wissen, was wir machen müssen, geht das hier relativ fix. Zack. Und rüber. Obwohl, da waren ja auch Items. Da waren ja auch Items, die ich gerne mitnehmen würde. Wenn das geht. So, jetzt aber. Was haben wir denn hier? Typ 61. Nice. Da kommen wir nicht dran. Oben war eine Kerze. Nee. Wenn jetzt Maximum Risk. Woo! Dann war auch noch was. Das heilige Wasser, glaube ich. Ja. Zack. Gib, gib. Also sieht wie knuffig. Knuff, knuff. Und es eiert wieder. Ich weiß nicht, warum das eiert, aber naja. Nee, hier können wir nicht hoch. So, dann hier lang. Dann oben war was. Okay, here we go. So, jetzt wollte ich mal gucken. Hier war das, genau. Geradeaus hinaus. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen zu leise, kann das sein? Halt. Ich schätze ein bisschen lauter. So.
Ja. Und da besiegen wir die nicht. Sondern wir rennen einfach durch. Strunz durch. So, da wollte ich noch durch, ne? Da war, glaube ich, was. Oder? Ja. Da sind wir an der richtigen Stelle und da wieder die... Genau. Gleich da in der Ecke. Hinter, dahinter. Dahinter. Gotcha. So, Kerze wird aufgefüllt. Ja. Oh Gott. Ritual der Weisung, bla bla bla. Eine Scherze. Kerze meine ich. So. Dann haben wir das. Dann verschwinden wir den da unten. Ich muss wieder Skyrim spielen. Ich muss mal wieder anfangen. Muss gerade irgendwie an Skyrim denken. Warum wohl? Warum ist das so? Ich verstehe das auch nicht. Ah nee, ich glaube verkehrt. Darum. So, dann müssen wir wieder in den Blendenraum. Ja. Muss noch die Diebeskillen machen für Doppelplatin. Oh Gott. Oh oh. Oh oh. Essen? Hast du Hunger oder was? Na dann, guten Appetit schon mal. Hauen Sie rein, hauen Sie rein. Nein. Tür auf und hinaus. Wieder? Ja, die waren letztes Mal verpackt. Achso. Jetzt Abendbrot. Ja gut, kann man auch machen. Apropos Hunger. Noch kein Hunger, richtig. Ja, dann gib mir ein Ei. Was? Hä? Okay. Dann gehen wir den wir speichern, glaube ich, erstmal. Bevor wir die ganzen Kram nochmal neu machen müssen. Weil ich habe, glaube ich, der versemmelt. Ein bisschen versemmelt. Aber jetzt haben wir so weitergekommen. Hoffe ich. Na, mein Ei. Was? Gib mir mein Ei. Hä? So. Dann kann man speichern. Speichern ist immer gut, genau. Ich bin auch, ich speichere sehr gerne. Immer. Immer am Speichern. Dok, dok, dok. Genau, wir sind vorangekommen, also können wir jetzt endlich mal unseren Fortschritt speichern. Uff, endlich. So. Dann zum Blendenraum. Hallo, Lu wird müde. Nezulu auch. Nezulu. Oh. Ja, es geht noch. Ich halte noch durch. So, dann versuchen wir da mal die Tante da abzuholen. Mit ein paar Schnappschüssen. Nezumu, was? Was? Wie bitte? Oh Gott, ey. So, damit die Tante wenigstens nicht haben. Hintern. So, und hoch mit. Und dann gehen wir nicht gleich raus, sondern wir schnappen sie mal. Okay. 60 Stück sollten reichen. Hello. Hello there. What's up? There you are!
Oh oh. Oh oh. Nicht Schlaraffenland. Ah, verdammt. Das war doof von mir. Hui, hallöchen. Wo? Wo? Wo, wo? Ach, da. Ah, schade. Okay, ich hab's nur einmal angeklickert. Moin! Jetzt mit direkt rein! Seh dich! Jetzt nicht mehr! Schade. Die Kerze geht gleich aus, glaube ich. Oi. Ich glaube, ich sollte mich vielleicht mal schnappen lassen. Ah, ja, so nicht. So nicht. So wollte ich das nicht. Aber okay. Aber gut, die macht nicht so viel Schaden. Das ist schon mal gut. Voll daneben. Oh, die Kerze ist fast leer. Wieder gleich hier schwarz-weiß. Na, zu spät. Das ist nicht einfach. Okay, da habe ich sie gekriegt. Aber nicht. Jetzt habe ich dich. Uiuiuiuiui. Nizurazzi. Ja, ein Paparazzi. So, Moment. Wie eine Katze. Stalken dich wie blöd, aber wenn du die Kamera drauf hältst, zappeln und verdrücken sie sich. Ja, das ist echt gemein. Das ist richtig gemein hier. Statt dass sie mal schön stehen bleiben und mir einen roten Kreis geben, dass ich sie weg, also ein bisschen exorzieren kann. Bisschen kitzeln kann mit der Kamera, das machen sie nicht. Ne, da haben sie keine Lust. Oh je, die Kätz. Oh. Ja. Und wir stellen auf Schwarz-Weiß um. Ich glaube, ich muss die Tante echt besiegen. Falsche Richtung. Punkte gekriegt. Hallo. Oh, leider keine Punkte gekriegt. Weg. Okay, das funktioniert nicht so, wie ich es gern hätte. Okay, weg war sie. Oh, hinter mir. Und manchmal reagiert das Pad nicht. Hui! Okay, wenn wir dadurch Schlüssel kriegen, wäre das natürlich nice. Wo kommst du? Da kommst du und ich krieg dich nicht. Schade. Okay. So,
sagen wir die. Das ist normal eine Kamera und kein Fotoapparat. Ja, das ist das Problem. Es ist halt wirklich ein Fotoapparat, der so das nur nimmt. Videokameras gibt es da nicht. Free Hugs, genau. Das kann man so was sagen, ja. Ich sehe unbedingt ein. Nee, du greifst mich jetzt hier im Menü an, ne. Wie bei Genshin. Danke, Alu. Alulu. Warte mal, hab ich dann. Ich glaube, von Minute-Timer. Ja, geht doch. Dauer wieder zurück. So. Weiter geht's. Uiuiui. Hui. Einmal nicht aufgepasst, das ist schlecht. Mach ich mit. Oh, hi. Nein, nein. Diese Free Hug will ich nicht. Ich bin fast im Ärmel. Ich sollte mich, glaube ich, ein bisschen heilen. Ich habe ja genügend von denen. Zack. Komm mal, voll hier. Oh, hallo. Oh, hi. Okay. Das hat gereicht. Gut. Die Tür ist aufgesperrt und sollte sich jetzt öffnen. Was war denn das jetzt? Ich finde das jetzt ein bisschen komisch. Ich finde es jetzt wirklich komisch. Wieso können wir da nicht jetzt weiter? I don't get it. Weil eigentlich haben wir so viel alles gemacht in der Richtung. Aber warum geht das jetzt nicht? Critics Hall Game is Dead by Permission. Das habe ich sogar auf der PlayStation 3. Auf der PlayStation 3 habe ich das. War mal Engraving. Beide nur Teil 1. Nur Teil 1. Glaube ich. Muss ja auf die PlayStation 3 mal gucken nachher. Aber ich wollte noch was hier gucken. Wieso komme ich da nicht weiter? Engraving. Zwei soll ja noch bescheuerter sein. Oh oh. So, jetzt muss ich ja mal kurz gucken hier. Was habe ich denn alles? Heiliges Wasser. Weisungsfoliant. Habe ich irgendwas vergessen? Als Kind fand ich der Eidolon gruselig auf den Atari 800 XL. Oh Gott, das ist auch wieder arschlang her. War der 800 XL nicht in den Anfang der 80er? Oder in den späten 80ern?
bin ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, ob ich doch nicht was. Warte mal. Ich habe eine Idee. Indem ich einfach. Einfach, sagt er. Ich gehe wieder hier raus. Dann hüpfe ich mal hier rein. Mit der 80ern. Ja gut, da war ich noch ein kleiner Pimpf. Pimpf. was wollte ich sagen? Ach ja. Ich gehe mal raus, gehe hier hin. Da hoch dann. Und versuche hier mein Glück, ja. Genau. Da sollte ein Schrein sein, Imi. Sollte ich Imi hinkommen? Hm. 1984? Ja, okay, da war ich erst vier. Vier Jährchen. Für mich werden es wohl ewig die alten Silent Hill Teile bleiben, die nur schlaflose Nächte befreit haben. Oh, ich habe damals den dritten Teil richtig gesuchtet. Auf der PlayStation 2. Aber Silent Hill haben wir auch noch vorzumachen. Ups, Entschuldigung. Eieiei. So. Ein bisschen nach Project Zero. Eieieiei, ich muss hier runter. Ei, kannst du mich runterlassen? Danke. Lukas 5 war Qualität. Für damalige Zeit auf jeden Fall, ja. Miko, wir müssen hier verschwinden. Denn die Tanne ist um uns am Bobbis. Der dritte war auch der beste. Teil 4 war interessant. Ich fand das mit den, dass man der erste First Person hat, fand ich recht interessant, aber dass das nur ein Hub war, das fand ich schon ein bisschen, ja, war grenzwertig. Aber war eine nette Idee. Diese blöde Schaufensterpuppe, ja. Wann kommt Resi 8? Mai, April soll es kommen, ne? Und wann Resi 8 dann hier gestreamt wird? Irgendwann. Kann ich hier speichern? Ach ja, ich kann hier speichern. Das wäre aber ein bisschen blöd, wenn ich hier speichere, oder? Ich speichere trotzdem mal. Aber extra. Separat. Resi 8. Resi, wir sind Druck davon. Resident Evil 8 Village, also Resident Evil Village. Ja, kommt erst im Mai, also von daher. Dauert noch ein bisschen. Überschreiben wir mal hier. Und gehen mal hier weiter. Dann geradeaus, dann die Treppe hoch. Und dann kriege ich auch wieder eine Kerze. Habe ich aber im ersten Durchlauf ja auch gehabt. Und eventuell kommen wir da weiter. Hoffe ich. Weil sonst habe ich keinen Plan, wie es hier weitergehen soll. So, einmal die Leiter hoch. Falsche Richtung wieder. Hallo? Ah, man ist schon wieder für den Arsch. Das mehr als sonst. Schon wieder? Was machst du mit deinem Internet überhaupt? Ich hoffe, der Ausbau dauert nicht mehr so lang. Ja, das hoffe ich auch für dich, ey. Für die scheiß Internetverbindung, wenn du so eine Kacke hast. Das ist nicht gut. So, da drüben war, glaube ich, was. Ja, da ist die Kerze. Die Kürze. Ich habe verdrückt. So, und wieder normal. Oh, nicht runterfallen, Miko. Nicht runterfallen. Ah, wir sehen wieder was. Sehr schön.
Warte mal. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin, damit ich da hinkomme? Da ist noch was. Das wäre eine Idee, hier rüber und da drüber zu kommen. Aber was sagt denn die Karte? Ich muss eigentlich... Da kamen wir her. Ich muss eigentlich hier hin, ne? Warte mal. 92. Engraving Shrine, ja. Okay, laufen wir weiter erstmal. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Also Ruhe. Wir schlottern mit einem Gigabit rum. Ja, meine Leitung wurde vor nicht allzu langer Zeit auf eine Tausender. Auf Größe von 450. Aber gut, ist ja... Ich habe hier über Kabel... Ach, Steinspiegel. Ja, okay. Ja, ich habe ja schon einen. Ich weiß. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wie komme ich denn da hin? Ich muss, glaube ich, hier hin. Ah. Okay. Dann einfach hier rüber, darüber. Alles klar. Okay. 1000 hatte ich auch haben können, aber das war aber ein bisschen zu viel. Na, ich teile ja meine Internetleitung mit meinen Eltern und Geschwistern. Da ist schon eine Tausenderleitung noch nicht schlecht, auf jeden Fall. So, dann glaube ich hier hin. I think. Oh. Okay, wir haben wohl, glaube ich, zu lang gebraucht. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Dachbodenzimmer. Genau, Kabel, Vodafone, eingehört, Upload, dennoch nur 60 Mbits. Willkommen to Germany, ja. Ich hab doch 50. Shintoismus, sieht nicht aus, als gäbe was Besonderes. Okay. Verstopfte Medizinruhe, Truhe. Ich glaube, da waren wir aber schon, oder? Ah, jetzt sind wir hier oben. Okay. Ja gut, das ist was anderes bei mir. Nur ich und meine Eltern, die aber die wissen gerade mal, wie man Skype nutzt. Huch. Wird für uns alle Neuland. Mehr oder weniger, ja. Gibt es hier irgendetwas... Das war, glaube ich, auch ein Weg umsonst, oder? Bah, Gott, ey. Ich habe keinen Plan. Davon aber sehr viel. Hier? Warte mal, kann ich das... Ich glaube, ich muss nochmal wieder zurück, runter. Nee, ich muss in die falsche Richtung. Da lang. Wie rum muss ich denn da lang? Dann da lang. Okay. Ich verballer wieder die Kerze. Das ist doof. Dann hier, oder? Genau. Ich glaube, ich muss echt mal bei Zeiten nochmal gucken, wo wir da hin müssen, echt, ey. Sonst haben wir ein bisschen rumgeirrt und, ja. Verdammt. Und die Kerze ist fast wieder weg. Wunderbärchen. Boah. Hab ich mich gerade erschreckt wieder. Danke für den Host, Vegan Fox. Da.
Ach. Spiegel. Auch wenn es sicher nichts bringt. Auch. Alles gut. Ach, den Dings brauchen wir noch. Oh, Frack. Okay. Den Spiegel brauchen wir. Wo finden wir den überhaupt? Das ist ja kein Wunder, dass ich mich hier umher irre hier. Hanging Prison kommen wir nicht rein. Okay, das ist, ja. Okay, das hängt ja gerade. Oh Gott. Ich glaube, wir sind komplett falsch gewesen oder so. So, bin da, muss noch ein bisschen aufräumen. Mein alter neuer Fernseher kommt morgen wieder nach Hause. Na, okay. Dann viel Spaß dabei. Nein, ich will viel Erfolg dabei hier. Und vielen Dank, dass du auf jeden Fall da warst. Und ja. Warte mal. Wo finde ich dieses... Library, okay. Okay. Alles klar. Dann bis später. Dann haben wir Bücherlager. Raum der Zwillinge. Feuerstelle. Große Halle. Das ist der eine Altar. Wo ist denn die Bücherei? Sind wir da nicht vorbeigerannt? Warte mal. Ich muss mal hier durchgucken. Bücherlager. Das war hier oben. Bücherlager ganz oben. Hier können wir nicht hoch. Heute ist totales verwirrtes Nezo heute wieder mal. Heute ganz schlimm. Wollte eigentlich schneller durch, aber naja. So, jetzt muss ich mal gucken, wo die Bücherei war. Aber die war doch... Warte mal, war die nicht hier? Blendenraum. Bibliothek. Bibliothek. Warte mal. Ah, wo die Leiter war. Vor der Leiter, wo die beiden Kerzen waren. Hm. Kein Fluchen. Ja, Fluchen, das, ja, das habe ich eh abgeschafft. Aber trotzdem. Nicht schlecht, sowas nochmal. Nochmal. Die Orientierung ist ja da noch okay. Nicht wie damals bei Eye of the Beholder oder gar Alternate Reality mit den Kästchenblättern, die Karte Feld für Feld bezeichnen. Oh Gott.
Ja, zum Glück sind wir gerade im Retro-Bereich ein bisschen weitergekommen in der Richtung. Also in der 2000er, das war gut, dass die Karte immer gezeichnet wird. Oh, dann später noch mitzeichnen. Boah, nee. Also, wir müssen. Warte mal, nochmal hier. Wir sind dort. Wir müssen hier nochmal hin. Und da das draufstellen. Okay. Und damit machen wir die Tür auf. Ja. Hätte das der Kleine nicht so das früher gewusst. Naja. Hätte das mal vorher gelesen. So. Dann werden wir wahrscheinlich die Kerze vorher weg haben. Aber gut, wir haben schon mindestens den Weg, hoffentlich jetzt gefunden. Weil das Ritual der Weisung, diese Unterlage, sollen wir in die Bücherei hinlegen. So. Bevor ich jetzt wieder was verpeile, checken wir doch bei den hier bei der Lampe ein. Ich würde sagen, wir speichern den Fünfer wieder. Und dann Blendenraum, Bücherei ablegen, weiter. Genau. Uff. So, auf geht's. Ja, hätte ich mal den Guide besser gelesen. Shit happens. Ja, passiert, ne? Aber der Anfang war schon richtig, auf jeden Fall. Dass wir da hingelaufen sind. Oh oh. Ich glaube, wir sollten schnell hinmachen. Weiter geht's mit dem Kreisterknudel. Ja, ich will aber die Tante nicht haben. Oh nein, die Tante ist schon da. Ach nee, ihr Kleinen wieder. Nee, nee, ich habe keine Zeit. Ich muss hier gerade was ablegen. Dahin. Stell das Buch der Weisung auf den Buchständer. Danke, dass du daneben haust. Ah, das müssen wir jetzt hoch. Hoch. Oh, oh, oh. Hoch, hoch, hoch. Au! Fuß getroffen, die Sau. Darf ich mal die Tür aufmachen, ohne dass du mich zupiekst? Uff. Und schwarz-weiß. Nice. Ich wollte mich mal. Soll ich mich schon heilen oder? Na gut, wir haben 8. Das sollte eigentlich. Geht noch, denke ich mal. So, die Tür soll jetzt. Nein. Tada! Ja. Ich finde das ein bisschen blöd, dass wir jetzt nichts sehen, richtig. Hallo? Okay, wir sind jetzt da oben. Around a cage. Ach, da können wir rein. Okay. Ja. Da sind wir. Hallo? Da glänzt etwas auf dem Boden der Zelle, wo die Frau war. Da ist etwas in den Kimono eingenäht. Spiegel der Verlust. Des Verlusts. Da würde ich auch reingehen. Ja, auf jeden Fall. Auf der Rückseite dieses alten Spiegels ist die Gravur eines Schlangenmusters. Sieht aus wie das Tattoo.
Da liegt ein altes Buch auf der Kleidung, die auf dem Boden der Zelle ausgebreitet liegt. Ach, die Kleidung meinen sie. Tattoo-Tagebuch, kann man sagen, oder? Ja. Vater, Mutter, Bruder, alle sind auf der anderen Seite. Ich bin ganz allein. Wie damals, als ich nicht mit Kaname mitgehen konnte. Es kam eine Eskorte vom Kuseschrein. Die, die geliebte Menschen verloren haben, werden zu Priesterinnen. Opfern sie ihr Fleisch, retten sie viele mit demselben Leid. Doch ist man Priesterin trägt den Schmerz der Stechpalme in sich, so bleibt man für immer im Schrein. Alle aus dem Dorf sind verschwunden. Vater, Mutter, mein Bruder, alle. Ich bin die einzige Überlebende. Es ist nichts mehr für mich da. Mehr da für mich. Wenn es so sein soll, dass ich sie wie niemals wiedersehe, dann will ich den ewigen Schlaf. Ich rette andere mit denselben Leid. Ja. Okay. Ich glaube, ich muss da vermutlicherweise wieder raus. Warte mal, ich check das mal nochmal. Uff. Okay. Nice, hat wegen Fox auch was gekriegt. Okay, nun haben wir das Dingen. Okay, dat. Go up ahead. Okay, dann durch. Through the door. We are going. Oh, wir sind jetzt hier, Kimono-Raum. Da sollten wir, glaube ich, ein bisschen... Wie nennt man das, wenn man sich als Streamer mit einem Guide behilft? Frontseat Gaming? Maybe. Nicht Backseat Gaming. Irgendwie hat... Hä? Irgendwie hat so das Spiel noch mehr Charme als dieses Schwarz-Weiße. Da schon, aber es ist gerade nicht gesund für uns. Also geistertechnisch. Hi. Zu spät. Okay, so wieder zurück zum Garten. Let's go back to the garden corridor. Ja, das ist aber die... Schwarz-Weiß macht es ein bisschen schwieriger zu navigieren. Etwas. Muss ich hier durch? Komm hier, ich glaube, das ist ja lange. Ich muss hier durch, oder? Ja, den muss ich durch, glaube ich. Ja, hier. Zack. Zum Gartenkorridor. Hi, bye. Lass mich durch. Lol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 . So, wo muss ich jetzt hin? Oh je. Das ist ein sehr weiter Weg. Und ich mach hier. Geh vor dort das, dann.
Acoustic. HDSH. Die Namen bei der Map oben links erinnern an Tranknamen aus Oblivion. Ach stimmt, ja genau, das war ja auch so abgekürzt. Selten nehme ich abgekürzt irgendwie. Okay, kann ich eigentlich hier durch? Dann würde ich den... Oder muss ich den ganzen Weg von hier aus? Wäre ein bisschen meh. Da komme ich nicht durch. Ich drehe mal eine Runde. Dahin? Nein, nein, nein. Nope, nope, nope. Not today, not today. Wo laufe ich denn überhaupt? Ich laufe gerade, glaube ich, den falschen Weg. Ja, ich muss da vorbei. Daneben. You won't get me, sagte er und lief rein. Kann ich da durch? Ah, verdammt. Okay, da kann ich nicht durch. Go, 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 go. Die triff ich. Ah, die Karte habe ich jetzt angemacht. Oh nein. Lass mich. Die alte Schlonze. Na? Okay, dann gehen wir hier lang. Gott, was im Arsch hier. Ich sehe nix. So, hier lang, oder? Ja, mal gucken, ob ich hier durchkomme. Ich drehe mich im Kreis, denn ich sehe nur schwarz-weiß. Beim Nachbarn gibt es Eis. Doch, er sagt direkt kein Scheiß. Ja. Warte mal. Wir haben noch Kräutermedizin. Können wir reinhauen. Pfeifen wir uns hier mal rein. Einmal zurück. So, wo bin ich? Ich bin hier. Aber ich glaube, ich bin falsch gelaufen. I think I'm very wrong place. Ich hätte, glaube ich, den anderen Raum nehmen sollen. Aber wie hätte ich dann... Warte mal. Ach, das ist der Raum. Ich glaube, ich gehe nochmal in den Raum zurück. Durch den Kimono-Raum. Den ganzen Weg zurück, ob wir da können. Oh. Wait, 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 wait. Oh, Frack. Lauf, lauf. Na, lauf. Ah, die Karte wieder. Wie soll ich die loskriegen? Wie soll ich die loskriegen? Ja. Das ist, ja. Nicht da laufen, da laufen. Mit der Tante am Backen ist das nicht so toll. Schneller! Nicht anfassen, Corona, genau. Soll mich in Ruhe lassen. Tür, Tür, Tür! Oh, die bleibt stehen, das ist gut. Lauf, 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 lauf. Short break. Okay, hier laufen ist, glaube ich, dumm. Glaube ich. Oder? Gut, können wir probieren. Probieren über Studieren.
Ah, da komme ich runter. Okay. Okay, okay, alles klar. Ich nehme es zurück. So, dann kommen wir zum Gartengang. Ich hoffe, die Tanne kommt gleich nicht wieder. Checken wir erstmal die Karte. Ja, da sind wir dann. Soll was sein, aber anscheinend ist noch nichts. Tausend Punkte. Nice. Oder? Rot ist. Sehe ich gerade nichts, wenn ich runtergehe. Okay, ciao. Oh. Ich habe das Gefühl, das wird dunkel. So. Ich glaube, wir sind nicht weit entfernt. So, wieder speichern. Speichern. Glaube ich auch richtig. Okay. Babam. Ah nee, wir hätten uns vorher heilen sollen vielleicht. Aber gut, wir haben ja den Steinspiegel, das ist dann weniger problematisch. Also falls jetzt wir ein Boss-Battle haben, wo das mit den Dingenskirchen hier, mit den Schwarz-Weiß zu Problemen führen sollte. Okay, wir gehen mal stumpf mal zum Schrein hier. Dann schreiben wir mal eine Runde. Genau, erstmal laufen davor. Und... Hallo! Oh oh. Hi! Oh. La 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 la. Nein! Finger weg! Oh, das ist... Oh, ich hätte fast gehabt. Ich hatte gerade fast die Chance gehabt, aber da muss ich mal die Langsamfähigkeit mal... I, die Arme. Ich hasse die Arme. It was at this moment that he knew. He fucked up. Maybe. Aber wir haben noch einen Steinspiegel, wie gesagt, da können wir uns nochmal aufladen. Automatisch. Da mal ein bisschen eine gewisse Sicherheit. Und notfalls habe ich noch heiliges Wasser. Nein. Wo ist er denn? Hallo. Boah, die Finger will ich nicht. Oh, da. Oh, das war mir zu nah. Das war mir ein bisschen zu nah. Weg. Ei. Oh nein. Au. Oh Gott. Der haut aber ganz schön rein. Also wenn du einmal kriegst, dann ja. Weg. Okay, warte. Wir heilen uns mal. Weiß nicht, ob das reicht. Ja, sieht gut aus. Sagt ja und kriegt aufs Maul. Finger weg! Finger weg, Corona!
Too late. Okay. Nein, nicht. Nein, nein. Ah, Gott. Diese scheiß Arme. Ja, und zieht schön runter. Oh Gott. Zum Glück konnten wir rund schnell weg. Finger weg. Oh oh. Weg, 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 weg. Weg. Was? Oh, schade. Woo! Go, go, go! Kostet das erstmal zugucken, nerven. Freaking hell! Wo bist du? Gotcha! Okay. So muss ich es machen. Aufladen wieder. Immer diese Pedos hier, ey. Alter! Gerade gegen meinen Nacken hoch, ey. Nackenhaare hoch wieder. Hui! Nein. Genau, Corona. Finger weg. Arme weg. Gotcha. Aus. Weg. Oh Gott, ich muss aufladen. Könntest du mal die Hände woanders hin tun? Zum Beispiel bei sich selbst behalten. Oh Gott. Oh Gott, bin ich davon gekommen, ey. Das war Reaktion. Ich hatte Reaktion, oh mein Gott. Kommst du mal her, ich will sie mal auf Futter platt. Nicely done. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Ja, hat er sich da geistern gesagt. So. I think we are out of something out of trouble. Trouble. So. Am Altar sind Kohlebecken und andere Gegenstände esoterischer buddhistischer Rituale angeordnet. In der Mitte steht ein Sockel, der dazu dient, eine runde Platte zu tragen. Darauf befindet sich eine kleine Gravur. Genau, aufstoßen erstmal. Bring den Spiegel mit der Stechpalmengravur der Priesterin dar. Stelle den Spiegel des Verlustes auf den Sockel. Es gab ein Geräusch hinten bei der Bambuswand. Anscheinend ist der Mechanismus, der den Wandschirm hielt, gelöst worden. Coole Becken. Ja, nee, ist klar. Darum ist das Gekrabbel. Darum das Gekrabbel. Ach nee, coole Becken. Ja. It's not this other Becken. Not this Becken. The other Becken. Die Kohle. So. Da. Schade, dass wir das jetzt schwarz-weiß haben, aber naja. Da ist etwas auf dem Boden. Typ 90er Film. Yay! So. Und jetzt? Innerhalb der Wandschirme liegt der nackte Fels unter dem Boden frei. Das Steinbett in der Mitte wurde scheinbar direkt aus dem Fels gehauen. Bei genauer Betrachtung der Steinbretts erkenne ich Spuren von roter und purpurner Tinte. Hier fand wohl eine Tätowierungszeremonie statt.
Ja, ich sehe nur schwarz-weiß. Können Sie mal wieder den Farbfehler ausmachen hier? Okay. Können Sie mal das aufmachen hier? Die Lampen. Ah, ich kann speichern. Ist ja hardcore. Ja. Save the day. Oh Gott. So, und jetzt? Hallo? Zu langsam. Was haben wir jetzt überhaupt? Ah, hier können wir runter. Die letzte Fahrt. Und es geht schon wieder bergab. Da ist aber eine große Tür. No one will survive. No one. Da habe ich aber auch mitzureden hier, mitzusprechen hier. Das geht nicht hier. Okay, ich dachte es... das wird doch lustig. Runter! Juhu! Oh, Moment. Ah ne, wir können ja... Ja, das sind die Treppen, die müssen wir laufen. Ich dachte wegen Licht wäre was, aber das ist ja nur das Licht. Ah ne, das ist die Wand. Felsen. So, einfach mal stumpf runter. Wir fallen sicherlich nicht runter. Genau. Hinunter in die Hölle. Ja. Ja, sieht auch danach echt aus. Oh oh. I think we are fracked. Also wenn jetzt ein Geist kommt, der uns runterschmeißt, das ist ein bisschen, bisschen unfair. Aber gut, er kommt nicht. Wir gehen einfach die Treppe runter. Oh oh. The red one. Okay. Fünfhundert Punkte. Woo! Aber ich glaube, wir sind ein bisschen Clubrauschern designt. Da dachte ich auch, sagte der Architekt gleich, wenn da die Stufen einmal abbrechen, haben wir sofort Balken zum Umgehen. Ja. Sehr praktisch, ja. Und es wird rot. The red one. Oh oh. Okay, hier wurde gesch... Oh oh. Okay, warte. Warte. Okay. Okay, ich denke mal, wir müssen uns ein bisschen heilen, denke ich mal, wäre eine Idee. Eins Kräutermedizin. Wir haben 30er. 30 Stück von. So ein bisschen. Oh oh. Weg, weg. Ja, das war klar. Keep moving, keep moving. Okay, die drei Geister kriegen wir, glaube ich. Wow, das war daneben. Nee. Ah! Da wollte ich gerade drücken. Ah! Daneben.
Nee. Bin weg. Na komm. Ja, so. Guck mal. Kinder sind gruselig, Geister auch. Und da sind Kindergeister. Gleich drei. Und dazu asiatische. Ja, das ist tricky hier. Ja. Okay. Zu spät. Die Kleinen sehen voll freundlich aus. Ja, wenn ihr nicht mich auf... Oh, ich muss weg. Geh weg! Manchmal geht die Steuerung nicht. Ich verstehe es nicht. Sehen sie richtig freundlich aus, aber wollen ja... Verdammt. Hui. Oh, reingelaufen. Das ist keine gute Idee. Okay, da was abgekriegt. Die wollen nur Fang spielen. Ja, ich hab's gemerkt, aber... Ja, ich hab da wieder hin. Gotcha! Down with you! Nein! Oh, verabschiede mich nochmal in meine Welt. Ah, okay, Luna, danke, dass du da warst. Da wünsche ich dir viel Spaß bei deinen Strömchen. Eventuell kommen wir dann gleich rüber. Vielleicht hat man aber noch gut zu kämpfen. Ja, definitiv, definitiv. Oder es liegt dann einfach an meinem Skill, der nicht vorhanden ist. Das kann auch sein, weil ich zielen und so, da habe ich so gewisse Probleme. Okay. Ich glaube, wir haben das Problem gelöst. Haben wir noch was? Nö. Ein einziger Spiel steckt in rot gefärbten Boden. Yikes. Können wir da einfach weiter? Sie können im Augenblick nicht speichern. Das ist natürlich super. Aber trotzdem haben wir das geschafft, ja. Was wollte ich sagen? Eco-Perspektive und Konsole zielen und sowas. Könnte besser sein. Da bin ich. Das läuft nicht so gut bei mir. Oh. Hello there. Oh. Ich glaube, da blubbert was.
Wie jetzt ein Geist kommt, der mich angreift, das wäre ein bisschen. Da. Hallo? Oh oh. Nichts? The door. Zum Abgrund. Oder? Was sind wir denn? Letzte Fahrt. Ja, okay. Dann rinn. Wakey, wakey. Und wach's immer. Miku? Ja. Moment. Oder gerade was gucken wir noch? Na, Kratz hat Robbie auch einen Stern gekriegt. Nice. Dip. Miku? Okay. Miku Nozaki. Wer war das denn in der Höhle? Miku? Nein. Hinazaki. ich wollte gehen. Sagen wir mal, Fuyu ist. Mein Name ist Kaname. Ein Tagebuch lag im Gefängnis, in dem dort den dort die Shrine-Maid eingesperrt war. Dann standen ihre Gedanken und Gefühle. Der Name Kaname stand darin. Name des Bruders im Tagebuch von dem Mädchen als Shrine-Maid war auch Kaname. Kam er, um sie zu sehen? Ging in den Schrein hinein? Gesundheit. okay. What? Altar in der Bibliothek. Im ersten Stock des Schilfsraums, okay, ist die Bibliothek voller alter Bücher. Auf einem Board stand ein Altar. Dort muss etwas gestanden haben. In das Board standen die Worte geritzt. Bringe da den weißen Folianten geschrieben in der Tinte des Tattoos. Was wir gemacht haben. Die Weisung haben wir ja gefunden. Da würde ich sagen, wir speichern mal hier. Speichern feuchtfröhlich wieder mal. ja, überschreiben wir hier mal. Random eingeworfen. Oktober kommt zweite Staffel von Shield Hero. Shield Hero kenne ich gar nicht. Ja gut, ich gucke auch kein Fernsehen in der Richtung. Ich würde sagen, wir gehen. Ist irgendwie dunkler, ne? Ah komm, wir gehen erstmal runter hier. Haben unseren Spaß erstmal hier. Mal sehen, was hier los ist. Und der Sound hier wieder. Uah. Hier haben wir nix. Da nehmen wir Legend of Shield hier. Okay. Kommt wahrscheinlich nur im Fernsehen, oder? Oder bei Netflix? Oder. Hä? Keine Ahnung. Ein Katzenstar-Contest? Nie. Hier nochmal. Haben wir eigentlich Film? Crunchyroll. Ah, okay. Ja gut, da habe ich keinen Account. Was haben wir hier? Nix. Ich habe zu viele Accounts. Muss jetzt so viel holen. Das ist dann mit der Zeit auch ein bisschen zu teuer da am Ende. Okay, hier war nix. So, haben wir hier was? Hallo? Ist da wer? Ist da wer? So, nochmal kurz gucken, ob wir hier Film haben. Aber ich glaube, wir haben keinen Film, ne? Habe ich gerade durch diesen Dings
Vorhang ein bisschen erschreckt. Die so. Easy. So, okay, dann gehen wir wieder hoch. Gucken wir da ein bisschen noch mal gucken. Ein funktionierender Spiegel, ein funktionierender Spiegel. Etwas, das gut zu 90% aller heutigen Spiele nicht hinbekommen. Ja. Das ist leider immer noch teilweise eine Ausnahme. Aber naja, müssen ja Ressourcen sparen und sowas. Gehen wir mal hier hin. Aber der Spiel in Cyberpunk 2077, der war eigentlich ganz, hat ganz gut funktioniert eigentlich. Auch wenn er auch da wieder sehr viel gezogen hat. Und nicht bei gewissen Streaming-Einstellungen nicht funktioniert hat. Ich glaube, wir sollen wieder gehen. Hallo? Aber ansonsten war der eigentlich ganz gut. Haben wir noch was? Okay, ab zum Mikro. Whoop. Ja, und die Spiegel in Phasmophobia machen paranoid. Ja, das stimmt. Sieht echt so sehr komisch aus. Du bist ein Witz. Okay, Moment. Da muss ich gerade mal was anschließen. So. Was liegt am Strand und ist zärtlich? Eine Kuschel. Ja. Druckqualität wieder mal. So. Kommt da was? Ja. Miku? Understand. These tattoos are my punishment for living. For living on. For surviving that day. Since I was a child, I've been able to see things other people can't. My brother was the only one who understood me. That's why I know. I know that we're going to die. Miku. We can get through this thing together. Everything's gonna be okay. Just remember, you are not alone. Wie's hoch. da. Okay. Okay. Miko. Ray.
Seit meiner Kindheit sehe ich Dinge, die andere nicht sehen können. Mein Bruder war der Einzige, der das verstand. Ging im einzelnen Humorehaus zu diesem Seilhaus. Aber ich kehrte als Einzige zurück. Mein Bruder blieb in dem Haus zurück. Mit der Frau, die gestorben war. Er sagte, es sei sein Schicksal. Ich liebte meinen Bruder immer wegen seiner Freundlichkeit und ich dachte, dass die Erinnerung an ihn immer frisch bleiben würde. Aber die Erinnerungen werden schwächer und schwächer. Jetzt kann ich mich gerade noch an ihn erinnern. Als ich Mafuyu sah in diesem Traum, ich wollte nur wieder bei ihm sein. Wenn ich ihn bloß nicht vergesse, dann möchte ich mit. Ja, das ist dann gute Motivation, dort zu bleiben. Was ist der Unterschied zwischen deinem Bäcker und dem Teppich? Der Teppich darf morgens liegen bleiben. Ein bisschen verspätet, aber hey. Oh Mann. Genau. So, dann speichere ich nochmal und ich würde sagen, wir machen langsam Feierabend hier. Ja. Ja. Speichern. So, Speichern beendet. Ja, dann soll es eigentlich für heute es zumindest gewesen sein. Ah, war anstrengend genug, dass ich erst mal rumgeirrt habe. Aber wir sind zumindest erst weitergekommen. Oh Gott. Denn gut, hier geht der Wecker auch immer gegen Ende 4 Uhr. Danke fürs Reden und gute Nacht. Ja, danke, dass ihr da wart, auf jeden Fall. Ich wechsle erstmal gerade hier dann.